Werte Zuschauer, im sechsten Teil unserer Sendereihe werden wir uns beschäftigen wiederum mit der Z21, insbesondere in Verbindung mit einem WLAN-Router und der dadurch entstehenden Möglichkeit der Anbindung von Tablet, PCs und Smartphones. Hier, Abbildung 14, wird gezeigt eigentlich der Inhalt der vergangenen Sendereihe, nämlich Teil 5. Hier sehen wir jetzt dargestellt schon den Inhalt der sechsten Folge. Wodurch ist die gekennzeichnet? Nämlich, wir machen von dem vorhin schon mal genannten WLAN-Package Gebrauch. Das heißt, wir nutzen den modularen Charakter der Z21, nehmen einen WLAN-Router, schalten den an die weiße Z21 an und haben somit Zugriffsmöglichkeiten mittels Tablet-PCs und Smartphones. Das Ganze sehen wir auch hier nochmal dargestellt. Die Z21 von vorne, von hinten. WLAN-Router wird über ein LAN-Kabel in den LAN-Eingang der Z21 gesteckt. Und somit können wir mit Tablet-PCs und Smartphones über WLAN an den WLAN-Router und somit an die Z21. Das werden wir uns nun anschauen. Natürlich müssen wir den Tablet-PC und Smartphone in einen Modellbahnregler verwandeln, denn wir verwenden ja hier handelsübliche multifunktionale Geräte, die wir über eine App, also eine Applikation, in einen Modellbahnregler verwandeln, nämlich vermittels dieser App Z21. Die können sich runterladen aus dem Internet, die ist kostenlos runterladbar. Und somit mit dieser App werden wir verwandeln den Tablet-PC oder Smartphone in einen Modellbahnregler. Und das schauen wir uns jetzt am konkreten Beispiel an. Werte Zuschauer, das, was wir vorhin gerade in den Abbildungen gesehen haben zur Anbindung des WLAN-Routers an die Z21, das genau haben wir jetzt schon mal aufgebaut. Vielleicht kann das die Kamera mal zeigen. Hier haben wir die vorhin schon gezeigte weiße Z21, hier oben drauf gestellt, den WLAN-Router vorkonfiguriert, bedeutet also, er ist über eine IP-Adresse mit der weißen Z21 verbunden. Kabelseitig haben wir den WLAN-Router mittels LAN-Kabel mit der Z21 verbunden, auch den WLAN-Router netzteilseitig versorgt. Das wäre also die Konstellation, unser Hardware Z21 modular aufgebaut, erweitert durch einen WLAN-Router. Nun kommen wir zu dem Tablet-PC und oder Smartphone. Da für mich persönlich der Tablet-PC leichter zu bedienen ist ohne Brille, nehme ich ein Tablet-PC. Das ist vom Typ her ein iOS-basierter, also ein Apple-Gerät, aber nicht zwingenderweise nötig. Wir sehen jetzt schon mal hier die Charakteristik, das übliche Erscheinungsbild eines jeden Tablet-PCs, auch der Beweis, dass es sich hier nicht um einen speziellen handelt, sondern um einen ganz gewöhnlichen, althergebrachten Tablet-PC mit allen möglichen Anwendungen, also multifunktional einsetzbar. Ich habe jetzt hier schon mal die App aus dem Internet runtergeladen. Da wäre sie. Die Z21-App, das wäre die für Tablet-PCs, dort gezeigt jene für Smartphones. Wir nehmen natürlich diese. Aber wir müssen noch etwas vorher tätigen, nämlich wir müssen ja die WLAN-Verbindung herstellen zwischen dem WLAN-Router und dem Tablet-PC. Dazu folgender Hinweis. Ich lege das nochmal beiseite und ich zeige Ihnen jetzt hier mal einen WLAN-Router von unten. Wir sehen nämlich hier in der Zeile die letzten vier Ziffern. Das ist der Netzwerkname. Das heißt also, das WLAN-Netzwerk, was durch den Router aufgebaut wird, wird sich melden, anzeigen mit Z21 und dann kommen die letzten vier Ziffern aus dieser Reihe hier. Das Passwort steht hier unten vermerkt. Das müssen wir dann eingeben. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ich lege den WLAN-Router beiseite.
Wir gehen nochmal hier rein. Und zwar hier finden wir die Einstellungen. Ich tippe da mal drauf. So, und jetzt sehen Sie, hier meldet sich also der WLAN-Router mit seinem Netzwerknamen. Da steht Z21-8329. Ich habe bereits das Passwort eingegeben, bin also mit dem WLAN-Router verbunden. Somit habe ich über den Tablet-PC Zugang zum Digitalsystem. Gehen wir da wieder raus, rufen die App auf. Ich tippe, drehe das jetzt mal, wir fangen mal in der Lage an. Ich tippe jetzt hier auf die App für den Tablet-PC. Jetzt sehen wir hier die ganz normale Struktur eines jeden Digitalsystems. Tippe ich jetzt hier in die Mitte, öffnet sich der Modellbahnregler. Hier unten verschiebbar angeordnet, ich will mal so sagen, unseren virtuellen Lokschuppen. Wenn ich auf meine Wunschlok tippe, wandert die hier ins Auswahlfeld. Und wir sehen dabei auch, dass sich die Zahl der Funktionstasten ändert, nämlich ich lege nur jene Tasten an, die vom Decoder auch tatsächlich unterstützt werden. Blindtasten anzulegen macht keinen Sinn. Hier haben wir unseren Regler, lässt sich sehr feinfühlig regeln. Gut, jetzt drehen wir mal den Tablet-PC um 90 Grad. Jetzt ändert sich das Erscheinungsbild auf dem Monitor, nämlich unser Farbpult ist jetzt verkleinert worden und hier daneben gelegt sehen wir ein Stellwerk. Also wir können auch Stellwerke hiermit darstellen und es macht durchaus einen tiefen Sinn, neben unser Farbpult hier das Stellwerk zu legen, denn somit haben wir beides im Griff. Zu dem Stellwerk kommen wir in der nächsten Sendereihe. Behandeln wir erstmal das hier. Ich kann auch zwei Regler nebeneinander legen und könnte somit auf zwei Loks gleichzeitig zugreifen. Nun, wenn wir nun eine Lok haben, die jetzt hier unten in unserem Lokschuppen noch nicht drin ist, was machen wir dann? Nehmen wir zum Beispiel jene Lok, die wir schon vorher mal verwendet haben, nämlich unsere ES64. Nehmen wir an, die wollen wir jetzt hier aufnehmen. Wir schauen nochmal nach. Hier unten ist sie nicht dabei. Wie verfahren wir? Eine neue Lok anlegen. Dazu gehen wir hier raus, wählen Lok-Einstellungen hier oben, sehen jetzt hier senkrecht angeordnet unseren Lokomotivbestand, den wir im Fahrmodus unten als Leiste gesehen haben. Ich nannte das meinen virtuellen Lokschuppen. Also hier senkrecht angeordnet. Nebenbei bemerkt, können wir auch das Ganze jetzt sehr schön hier sortieren. Auch das sei mal gesagt. Das ließ sich also mit der Multimaus nur schwierig lösen, diese Aufgabe. So, also wir sagen, eine neue Lok. Wir gehen hier auf Plus. Es öffnet sich ein Fenster. Wir wählen Lok. Jetzt erscheint da unten das Symbol einer neuen Lok, dort ebenfalls. Jetzt wollen wir die bezeichnen, und zwar hier oben in dem Feld. Wir löschen das, was drin steht, und geben jetzt ein ES64. So, steht da oben. Jetzt wäre die Eintragsmöglichkeit bei der Multimaus so gut wie zu Ende. Wir haben ja dort nur 5 Stellen. Hier die grafischen Möglichkeiten von Tablet-PCs nutzend, gehen dort viel weiter, nämlich wir könnten jetzt hier zu jeder Lok noch einen Roman schreiben. Einsatzort, Heimat-BW, wann gekauft, wo gekauft, wie viel gekostet und, und. Können Sie alles dort eintragen. Speicherplatz ohne Ende. Lassen wir das mal so stehen.
Nun, wenn wir schon ein Tablet-PC mit hervorragenden grafischen Möglichkeiten haben, dann wollen wir diese natürlich auch nutzen. Und so werden wir mit diesen Symbolen natürlich nicht zufrieden sein wollen. Wir wollen an die Stelle des Symbols ein Foto setzen. Tippen wir jetzt mal hier drauf. Es öffnet sich ein Fenster und hier unten steht geschrieben Standardbild. Gucken wir erstmal dort. In der App enthalten sind Fotos von Loks. Jetzt sollte man zum Beispiel hier schon mal durchgucken, ob vielleicht darunter schon die gewünschte Lok ist. Ist sie nicht darunter, zum Beispiel die ES64 ist es nicht, dann wäre die Frage, wie verfahren wir jetzt? Sie könnten beispielsweise auf die Webseite des Herstellers gehen von der Lok. Das wäre jetzt hier in dem Falle Rocco. Laden sich das Foto dieser Lok runter, binden das dort ein und wären fertig. Wir können aber auch einen anderen, viel einfacheren Weg gehen. Ich tippe nochmal auf das Symbol, gehe auf die Option Kamera. So, lege jetzt meine ES64 auf eine weiße Unterlage. Nutze die interne Kamera des Tablet-PCs. So. Und wir wären fertig. Sie sehen also jetzt hier, die Lok ist auch fotografisch vorhanden. Wir haben die grafischen Möglichkeiten hier des Tablet-PCs genutzt. Die Adresse 3 stimmt, ja, das ist die 3. Jetzt legen wir Funktionstasten an. 24 Möglichkeiten haben wir. F0 wäre das Licht, dann nehmen wir nachvollziehbar als Symbol den Scheinwerfer, dort, fertig. F1 ist in dem Falle der Sound. Nehmen wir als Symbol dazu den Lautsprecher. F2 ist bei dem Taurus ES64 das Signalhorn. Nehmen wir dafür das Symbol der Trompete. Das soll mal gut sein. Lassen wir es mal so. Nun, wenn wir die Multimaus wieder hernehmen und wollten die Funktionstastenbelegung ändern, dann mussten wir uns des sogenannten Function Mappings bedienen. Etwas sehr aufwendig, weil man braucht dazu Kenntnisse im dualen Zahlensystem. Beim Tablet-PC machen wir das so, wir nutzen wieder die grafischen Möglichkeiten. Dieses Nutzen von grafischen Möglichkeiten wird sich wie ein roter Faden durch die Z21 in Verbindung mit Tablet-PCs und Smartphones ziehen. Und zwar, hier brauchen wir kein Function Mapping, sondern wir können im Prinzip einfach durch Verschieben der Funktionstasten die Belegung ändern, die Reihenfolge ändern. Ganz einfach. Damit wären wir im Grunde genommen fertig. Und sollte ich jetzt alles richtig gemacht haben, dann müsste der Taurus ES64 nun auch meinen Fahrbefehlen gehorchen. Schauen wir mal. Wir setzen den Taurus auf die Schiene. So, gehen in den Fahrmodus. Und jetzt müssten wir ja, nehmen wir es mal senkrecht, ja, lassen wir es so. So. Jetzt suchen wir uns hier den neu hinzugekommenen Taurus. Da ist er. Der wandert jetzt ins Auswahlfeld. Wir sehen das geschossene Foto. Wir sehen die vorhin angelegten Funktionstasten. Nun probieren wir erstmal, ob sich hier was tut. Nicht zu überhören. Schalten wir noch das Licht ein, schalten den Sound ein. Und jetzt fahren wir mal. Wir hören die 8 Töne einer Oktave. Umgekehrt fahren wir den Taurus wieder in unser Gesichtsfeld. Also Sie sehen,
alles richtig gemacht. So können wir auf sehr einfache, elegante Art und Weise neue Loks anlegen. Im Vergleich zur Multimaus sehen sie auch wesentlich komfortabler und besser. Das wäre das Thema neue Lok anlegen. Nun, wenn wir in diesem Stadium stehen blieben, dann würden wir die grafischen Möglichkeiten von Tablet-PCs und Smartphones weit, weit unter den Möglichkeiten nutzen. Es liegt also auf der Hand, danach zu fragen, wie können wir den Tablet-PC möglichst an die Grenzen seiner Möglichkeiten drücken. Ganz einfach, ich gehe mal jetzt hier raus, nehme eine andere Anlage, hier, gehen da wieder raus, hier rein und nun schauen wir mal. Wir nehmen einen Taurus, tippen mal hier drauf und was sehen wir? Den Führerstand des Taurus. Und dieser fotorealistische Führerstand ist also funktionstüchtig. Und das will ich Ihnen einmal zeigen. Und zwar, wir müssen uns jetzt so verhalten wie ein Lokführer. Das heißt also, wir müssen hier zuerst die Bremsen lösen, hier die Höchstgeschwindigkeit vorwählen und wenn wir jetzt den Leistungsschieber hier öffnen, dann sollte der Taurus fahren und Sie sehen es auch. Wollen wir halten, müssen wir alles auf Null setzen und nicht vergessen, wie beim Auto oder bei einer richtigen Lok, die Bremse ziehen. Der Ausblick aus dem Taurus, der ist nicht statisch, den können wir beliebig verändern. Das will ich Ihnen gleich mal zeigen, wie das geht. Und zwar nutzen wir dazu, wir können erstmal zurücksetzen, so, das wäre der Standardausblick. Wir nutzen jetzt mal unsere Kamera und werden nun mal ein Bild schießen. Machen wir das mal. Da sehen Sie gleich ein bekanntes Gesicht. So, gehen wir da wieder raus in unsere App hinein und finden unter Fotobibliothek das eben geschossene Foto. Wollen wir mal schauen, da ist es. So, da ist das eben geschossene Foto. Jetzt habe ich hier eine Maske und kann die Maske so hinrücken, dass ich das sehen will, was ich möchte. Wir gehen auf Anwenden und Sie sehen, jetzt stehe ich mit meiner Lok direkt vor dem Herrn Buttig mit seiner Kamera. Noch grinst er, wenn ich den Regler öffne, dann nicht mehr. Also eine praktische Möglichkeit, den Ausblick aus der Lok sinnvoll zu nutzen. Und der macht noch mehr Sinn in Verbindung, nämlich mit den Kameraloks. Dann nämlich, wenn in dem Taurus eine Kamera installiert ist, dann würde ich sozusagen den Taurus nicht nur mit dem Führerstand fahren, sondern ich habe dann auch hier den Ausblick aus dem Führerstand und fahre die Lok tatsächlich wie im Original, genieße also auch den Ausblick aus der Lok wie der Lokführer. Es gibt natürlich nicht nur diesen einen Führerstand, nämlich den vom Taurus, sondern auch noch einige andere. Schauen wir mal rein. Nehmen wir jetzt mal hier die Diesel-Lok 218. Auch hier sehen wir wieder den fotorealistischen Führerstand der 218, ebenfalls wieder funktionstüchtig. Oder eine Dampflok, die österreichische RH109. Voll funktionstüchtig. Was haben wir noch? Eine deutsche Dampflok. Nebst Führerstand können Sie alles genauso steuern wie jeden anderen Führerstand auch. Sie müssen hier nicht erst eine Lokführerprüfung bei der Deutschen Bahn AG ablegen. Es sind auch hier die Führerstände erklärt. Hier finden wir alle Hähne
Hebel- und Steuereinrichtung beziffert, nachfolgend erklärt. Und es ist auch beschrieben, in welcher Reihenfolge Sie die Hebel betätigen müssen. Also alles da. So, was haben wir noch? Das hatten wir. Ja. Und zwar den Führerstand einer BR-103. Auch den gibt es mit Kamera-Option, sodass also, wenn die 103er eine Kamera installiert hat, haben Sie hier auch wieder den Ausblick aus dem Führerstand wie der Lokführer. So, was gibt es noch Schönes? Etwas Ausländisches. Der Führerstand einer holländischen E-Lok. Dann den Führerstand einer Schweizer E-Lok. Hier müssen wir hin. Dann eine Lokomotive, die wir nicht im Sortiment haben, nämlich den Führerstand des Big Boy. Keine Lok, wohl aber den Führerstand. Und nun, zu guter Letzt haben wir noch einen Führerstand, nämlich den des Velaro. Da ist er. Wenn wir uns den anschauen, dann werden sich jene in meinem Alter sofort erinnern an die Fernsehreihe Enterprise, die vor x10 Jahren kam. Der Führerstand ist aber im Original so, also das ist nichts weiter als die Fotografie des Führerstandes vom Velaro. Ebenfalls natürlich wieder funktionstüchtig. Damit hätten wir alle Führerstände durch, die es bis zum heutigen Tage gibt, aber es werden da auch noch weitere kommen. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich Ihnen noch ein Servicewerkzeug vorstellen, genannt Maintenance Tool. Das ist ein Servicewerkzeug in Form einer Software, die Sie sich runterladen können und sollten von der Internetseite www.z21.eu aus dem Bereich Download. Und mit Hilfe dieses sogenannten Maintenance Tools können Sie firmwareseitig die Z21 updaten, den Smart Rail und auch die Multimaus updaten. Also ein ganz wichtiges Werkzeug, was in seiner Bedeutung von vielen Anwendern der Z21 unterschätzt worden ist. Also, wir haben das runtergeladen. Wir sehen das jetzt hier auf dem Monitor. Ich führe mal den Cursor dorthin. Das ist dieses Maintenance Tool. Ich öffne. Und jetzt müssen wir natürlich den Computer mit der Z21 verbinden. Wir haben hier ein LAN-Kabel, das geht hier in den WLAN-Router hinein. Über den WLAN-Router sind wir mit der Z21 verbunden. Also erreichen wir so über den Computer direkt die Z21-Zentrale. Was können wir alles tun? Wir sehen das jetzt. Wenn ich das verbinde, ich gehe hier auf Verbinden. Das wäre der Beweis, dass wir in der Z21 sind. Wir sehen nämlich hier das Foto der weißen Z21. Nun sehen wir hier oben Reiter. Und zwar, hier kommt schon Update Multimaus, Firmware Update Z21. Und hier zum Beispiel können wir auch, die das wünschen und wollen, bitweise programmieren. Aber da sind wir nicht im Bereich des Otto-Normalverbrauchers. Für Sie wichtig als Servicewerkzeug, Firmware-Update Z21 und hier die Multimaus. Würden Sie jetzt zum Beispiel ein Smart Rail hier anschließen, dann würde hier noch der Reiter kommen, Smart Rail. Jetzt werden wir erstmal updaten, die Firmware der Z21, wir gehen hier drauf, gehen hier auf Aktualisieren. Das geht deswegen so schnell, weil die Z21 schon auf dem neuesten Firmwarestand ist. Erledigt. Nun zum Update der Multimaus. Dazu gehen wir hier auf die Multimaus.
Nun, was soll das bedeuten? Hier hätte ich jetzt eine Multimaus. Wir gucken mal, welche Firmware da drin ist. Ich gehe auf die Shift-Taste, halte gedrückt und Menü dazu. Es eröffnen sich jetzt wieder die drei Hauptmenüs. Ich gehe hier auf Einstellungen mit der Cursor-Taste, gehe hier auf OK und mit der Cursor-Taste blättere ich jetzt durch, bis Infos kommen. Da sind sie. Software steht dort 1.04. Das wäre die aktuelle Softwareversion der Multimaus, also up to date. Worum geht es dabei überhaupt? Mit dem neuesten Update 1.04 können Sie alle CVs von 1 bis 1024 programmieren und in Verbindung mit der Z21 auch auslesen. Bei den älteren Versionen ging es CV-seitig nur bis zur CV255. Nehmen wir zum Beispiel eine andere Maus. Hier. Und wir machen mal hier das Gleiche. Shift und Menü. Wir blättern ins Einstellungsmenü auf OK. Blättern, bis Infos kommen. Hier. Software. So, und Sie sehen hier 1.0.0. Das ist noch eine uralte Multimaus aus den Anfängen. Dürfte also 9 Jahre alt sein. Das müssten wir updaten. Die wäre update-pflichtig. Wie machen wir das? Wir nehmen diese up-to-datende Multimaus hier aus dem X-Bus raus und stecken die hinten in der Z21 in den R-Bus ein. Das machen wir jetzt mal. Ich lege die Maus beiseite und gehe hier auf Aktualisieren. Jawohl, Update läuft. Nebenbei bemerkt, hier drüber können Sie auch verschiedene Spracheinstellungen vollziehen, natürlich nicht Chinesisch. Also alle europäischen Sprachen sind dabei. So, damit wären wir durch. Wir kriegen es auch hier bestätigt, Multimaus-Update erfolgreich durchgeführt. Beweis, ich gehe wieder ins Menü, ins dritte Hauptmenü, Einstellungen, blättere, bis Infos kommen, Software und Sie sehen, 1.04 ist eingestellt. Somit wäre also diese uralte Multimaus wieder up to date. Dieses Maintenance-Tool empfehle ich Ihnen dringendst, sich das runterzuladen und somit Ihre Z21, Ihre Multimaus immer auf dem neuesten Stand zu haben. Damit wäre diese Folge unserer Sendereihe beendet.